Herzlich willkommen am heutigen Freitag zu unserem Webinar, zu unserem 22-Minuten-Webinar zum Thema SolidWorks PDM. Mein Name ist Michael Sterns. Ich bin in der Rolle als Territory Technical Manager bei Dassault Systèmes SolidWorks zuständig für die technische Begleitung unserer Vertriebspartner und natürlich zugleich Ihrer SolidWorks-Händler. Mein Fokus ist das Datenmanagement und in den nächsten 20 Minuten wird genau das unser Thema sein. Was sind denn typische Herausforderungen in einem Unternehmen? Es geht oft um Zeit, um Kosten, um Qualität. Eine Herausforderung ist natürlich, Zeit einzusparen, um Projekte schneller abschließen zu können und mehr Zeit für neue Ideen und Innovationen zu haben. Die Qualität zu steigern und Kosten zu senken, natürlich auch, um Reinvestitionen zu ermöglichen. Und wenn wir an die Qualität denken, ist es natürlich die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen, aber auch die Qualität unserer eigenen Prozesse. Wir werden mit einem kleinen Überblick starten über Situationen, die diese drei Faktoren Zeit, Kosten und Qualität beeinflussen. Danach beleuchten wir dann die einzelnen Beispiele und schließen mit einer kleinen Zusammenfassung. Ja, hier einige Beispiele zu Fallen in einem Unternehmen. Das Wiederherstellen von gelöschten oder versehentlich geänderten Dateien kann sehr zeitraubend sein. Duplikate können sehr hohe Kosten verursachen, nicht nur in der Konstruktion, aber auch in anderen Bereichen im Unternehmen. Ein Kostenfaktor kann zum Beispiel auch eine Ausschussproduktion sein, vielleicht weil die falsche Version einer Zeichnung verwendet worden ist. Und nicht zuletzt die Qualität. Mit einem PDM-System ist es einfach, Richtlinien in der Zeichnungsverwaltung oder Zeichnungserstellung zu befolgen. Und das System kann viele Aufgaben automatisch und in gleichbleibender Qualität übernehmen. Zudem können automatische Benachrichtigungen helfen, auf Änderungen sehr schnell zu reagieren. Wie können wir denn sowas verhindern, diese Fallen um die Zeitkosten, die sehr teuer sind, wo die Qualität schlecht ist? Schauen wir uns doch das erste Kapitel mal an, und zwar geht es hier um die Zeit. Vielleicht haben Sie so etwas schon mal gesehen. Irgendwie eine Datei wurde nicht gefunden beim Öffnen einer Baugruppe. Stellen Sie sich vor, eine Baugruppe liegt auf einem Ihrer Netzlaufwerke und beim Öffnen werden die Referenzen nicht richtig aufgelöst oder die Dateien werden gar nicht mehr erkannt. Vielleicht wurden da Dateinamen geändert, um eine Versionierung zu gewährleisten. Oft sieht man so etwas, da steht ein Dateiname und dann ist V1, V2 oder ist es eine Kopie oder ein Status wie Final oder Version A. Das alles, wenn man das nicht ordentlich macht, kann zu solchen Referenzbrüchen führen und das gilt es zu verhindern. Ja, wurde das schon mal gehört? Für mich ist es sehr schwer, die richtigen Daten zu finden. Natürlich, wenn ich mich auf einem Netzlaufwerk befinde, dann ist es auch recht schwer, in einer unstrukturierten Ordnerstruktur die richtigen Daten zu finden. Oder ist es schon mal passiert, dass Daten versehentlich gelöscht, verschoben oder geändert wurden? Das hat viel mit den Rechten zu tun, die man da hat. Und Rechte in einem Dateisystem zu vergeben, ist ein sehr schwer zu handelndes Unterfangen. Oft wird zur Kenntlichmachung von Versionen der Dateiname geändert. Zum Beispiel werden in Freigabeordner dann freigegebene Dokumente verschoben. Selbst beim Verschieben passiert bei den Referenzen natürlich auch was. Und das kann dazu führen, dass die Baugruppenreferenzen dann eben zerstört werden und aufwendig wiederhergestellt werden, was wiederum Zeit kostet. Doch lassen Sie uns mal sehen, wie wir in SolidWorks PDM damit umgehen. Und unsere Aufgabe wird jetzt sein, ein Zahnrad zu finden, Änderungen durchzuführen und diese freizugeben. So, wir starten mit der Suche. Wir müssen das Teil finden und dafür uns erstmal am PDM-System anmelden, weil nur angemeldete Benutzer die Rechte haben, dort etwas zu suchen. Mit einer
Suche über alles finden wir erstmal ganz viele Dateien und Dokumente. Und jetzt suchen wir nach einem Zahnrad, im Englischen Sprocket. Dort finden wir jetzt drei Dateien, die mit diesem Zahnrad etwas zu tun haben. Und die Vorschau hilft uns, das richtige Dokument zu identifizieren und dorthin zu gelangen. Mit einem einfachen Klick browsen wir jetzt oder navigieren wir zu der Dateiablage, zu dem Verzeichnis, wo die Datei abgelegt ist, und können in der Vorschau dank eDrawings Professional da auch sowas wie Messen und das Messen zur Verfügung haben. Die Datenkarte wird dafür genutzt, um Metadaten zu halten, und über den Verwendungsnachweis ist es sehr einfach herauszufinden, welche Datei benutzt wird. Auch die können wir vorschauen, und übrigens ist der PDM Explorer komplett in den Windows Explorer integriert und macht es die Arbeit dort sehr intuitiv, weil in Windows können wir uns natürlich auch sehr gut auskennen. Doch lassen Sie uns jetzt mal die Baugruppe öffnen. Das passiert jetzt gerade. Und dort unsere Änderung durchführen. Und zwar, wie gesagt, wollen wir eine Änderung an dem Zahnrad durchführen. Das soll leichter werden. Und die erste Idee ist, dort statt das volle Material zu haben, ein paar Bohrungen einzuführen, ein paar Löcher einzuführen. Und wir speichern diese Version im PDM-System mit einer Versionsanmerkung zurück. Und zwar sind das runde Löcher. Und die nächste Version, die entstehen wird, ist eine mit Langlöchern. Und wir sehen, die wiegt auch nur noch 260 Gramm. Diese Version wird nun auch eingecheckt. Und beim Einchecken wird eine neue Version dieses Zahnrades in die Datenbank hineingeschrieben. Und was wichtig ist, der Dateiname bleibt stets erhalten. Und mit einem einfachen Klick können wir durch die verschiedenen Versionen navigieren und uns die Version holen, die wir brauchen. Zuletzt geben wir noch dieses Zahnrad frei. Die Arbeit ist erledigt. Wir verschieben den Status quasi nach freigegeben. Und damit ist das Dokument nicht nur in diesem Status freigegeben, sondern es ist von anderen auch nicht mehr ohne weiteres änderbar oder zu löschen. Also mit Hilfe der Suche finden wir ganz schnell die Dokumente, die wir für unsere Aufgaben benötigen. In SolidWorks PDM werden die Rechte anhand Speicherort, Status, Benutzer und Benutzergruppe vergeben, und damit ist sichergestellt, dass die Daten sicher und richtig behandelt werden. Zum Beispiel kann ein freigegebenes Dokument nicht ausgecheckt und damit nicht geändert werden. Das Löschen von Dokumenten kann auf wenige Ausnahmen beschränkt werden. Das Umbenennen und Verschieben ist jetzt kein Problem mehr, und alle Referenzen der Baugruppe werden von der Datenbank gesichert. Und das Erstellen von Versionen, dafür nutzen wir systeminterne Mechanismen, und der Dateiname bleibt auch unberührt. Und wenn man ein bisschen recherchiert, findet man in der Literatur Aussagen wie 10-30% Zeitersparnis im Engineering lassen sich dann eben durch so ein PDM-System erreichen. Schauen wir uns nur den Faktor Kosten an. Kosten. Wo werden Kosten erzeugt? Zum Beispiel, wenn wir Duplikate benutzen. Und zwar, die Kosten entstehen nicht nur in der Konstruktion, sondern in allen nachgelagerten Abteilungen. Wir haben Kosten fürs Testen, für den Prototypenbau, für die Produktionseinführung, Lagerhaltung und so weiter. Ein neues Teil kann schnell Erhaltungskosten von 750 Euro und mehr pro Jahr verursachen. Natürlich ist es besser, Teile wiederzuverwenden. Und eine veraltete Zeichnung, eine nicht aktuelle Zeichnung in der Produktion, kann auch leicht zu Ausschuss führen. Das wäre natürlich gut, das zu verhindern. Aber wie? Das Zahnrad in der Baugruppe soll durch ein leichteres ersetzt werden. Wir können das Existierende ändern oder ein
ein neues benutzen. Und das suchen wir gerade und wir nutzen die Funktion des Ersetzens und im offenen Dialog haben wir auch die PDM-Suche zur Verfügung. Entschuldigung. Also wir ersetzen dieses Zahnrad durch ein neues, haben in dem offenen Dialog die Suche zur Verfügung und finden ganz schnell das richtige Teil, indem wir den Namen eingeben zum Beispiel. Und über die Vorschau das richtige Teil identifizieren. Nun haben wir es gefunden, öffnen das, schließen den Ersetzen-Vorgang ab. Und unsere Baugruppe ist somit fertig. Die Zeichnung wird auch automatisch aktualisiert nach dem Öffnen und das Schriftfeld bekommt auch die richtigen Eintragungen, weil die direkt verlinkt sind mit den Metadaten, die im PDM geführt werden. Der nächste Schritt wird sein, diese Zeichnung samt der Baugruppe einzuchecken. Wir benutzen dann noch einen Kommentar, dass wir ein bestehendes Zahnrad wiederverwendet haben. Der Eincheckvorgang speichert die beiden Dateien in unseren Tresor und im nächsten Schritt geben wir die Zeichnung und die Baugruppe frei. Da übernimmt jetzt das System auch noch einen sehr interessanten Task nach der Freigabe. Auch hier können wir einen Kommentar hinzufügen, der die Historie dieses Dokuments noch besser lesbar macht. Also mit dem wiederverwendeten Teil freigegeben und in ein paar Sekunden sehen Sie ein kleines Feld aufflackern links oben. Und zwar ist das das Zeichen, dass im Hintergrund SolidWorks gestartet worden ist und da was passiert ist. Was ist passiert? Ein PDF wurde erzeugt, automatisch bei der Freigabe und wir suchen jetzt nach der Artikelnummer und finden die Zeichnung und zwei PDFs. Wir haben einmal eine Revision B dort. In der Vorschau wird auch gleich das PDF angezeigt mit der Revision B und eine neue Zeichnung mit der Revision C. Das alles ist im Hintergrund passiert, da mussten wir uns nicht drum kümmern. Da hat SolidWorks PDM die Aufgaben für uns übernommen. Also, wie haben wir Kosten eingespart? Wir haben Teile wiederverwendet, die wir bereits erstellt haben, die bereits validiert und auf Lager liegen. Und damit, mit dieser automatischen PDF-Erzeugung, sorgen wir auch dafür, dass die richtigen Zeichnungen natürlich dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Also die richtige Version zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, ich habe es schon erwähnt, jedes neu erstellte Teil kann im Durchschnitt 750 Euro und mehr kosten, wenn man diese Kosten pro Jahr sich anschaut. Wie sieht es denn mit der Qualität aus? Vielleicht werden bei Ihnen verschiedene Vorlagen für die Erstellung von Zeichnungen benutzt. Oder es ist nicht weit her, mit der Disziplin Schriftfelder korrekt zu befüllen. Das heißt, wenn Zeichnungen freigegeben werden, müssen sie ausgedruckt oder von Hand gefaltet und gestempelt werden. Das alles hat auch mit der Qualität der eigenen Arbeit zu tun. Und ein anderer Aspekt wäre, wie erfährt zum Beispiel ein Kollege in der Fertigung oder in der Qualitätssicherung von Änderungen? Passiert das über Telefon? Muss der Kollege anrufen? Stell mir bitte dieses Teil zur Verfügung, die Zeichnung zur Verfügung. Das sind alles Beispiele aus der Praxis, die ich auch selbst als Konstrukteur erlebt habe. Und auch hier hilft unser PDM-System. Aber wie? Selbst wenn Zeichnungen nicht geöffnet werden, sehen wir Änderungen an Metadaten in der Vorschau sofort. Mit der nächsten Freigabe würde auch die Zeichnung durchaktualisiert werden. Wir haben hier den Dateinamen oder den Namen geändert und den sehen wir sofort in der Vorschau im E-Drawings der Zeichnung
auch geändert. Bei Freigaben werden zum Beispiel Kollegen automatisch benachrichtigt. Und hier sehen wir so eine Benachrichtigung, die einfach aufploppt beim Anmelden. Und das kann über einen SMTP-Server passieren oder auch lokal im PDM-System laufen. Und von dort aus ist es sehr einfach, diese Dokumente zu finden, weil dort ein Link hinterlegt ist und ich da einfach nur draufklicken muss. Ja, damit können wir natürlich die Qualität unserer Arbeit erhöhen, generieren weniger Nacharbeit und helfen damit wieder einmal Kosten einzusparen. Mit dieser automatischen Benachrichtigung sind alle Projektmitglieder auch dann stets auf dem neuesten Stand. Ja, das war jetzt ein kleiner Einblick in die Fähigkeiten von SolidWorks PDM. Da gibt es natürlich noch sehr viel mehr, was man zeigen kann. Aber in der Kürze der Zeit, denke ich mal, ist ein schneller Einblick in das, was ein PDM-System leisten kann. Wir haben zum Beispiel gesehen, wie Daten verwaltet werden können und dass das richtige rechte Management auch, ich sag mal, für ruhige Nächte sorgt, weil es kaum noch möglich ist, Daten zu löschen, Dateinamen zu ändern, beziehungsweise die Änderung im Dateinamen spielt keine große Rolle mehr, weil die Datenbank ja die Baugruppenreferenzen behält. Kosten senken können wir natürlich auch durch Wiederverwendung, bevor wir einen Teil neu erstellen und nicht nur in der Konstruktion für Kosten sorgen, sondern auch in allen nachgelagerten Abteilungen verwenden wir wieder lieber einen Teil selbst wieder und wir vermeiden Ausschuss damit, dass unsere Kollegen in Arbeitsvorbereitung und der Produktion über Änderungen sehr zeitnah informiert werden. Und klar, mit automatischen Benachrichtigungen und Tasks, Aufgaben, die das System selbst übernehmen kann und in gleichbleibender Qualität immer und immer wieder erzeugt und abarbeitet, steigern wir natürlich die Qualität auch unserer Dokumentation. Ja, was bleibt noch zu sagen? Ein kleiner Einblick über oder Ausblick. Nochmal diese Triade von Zeit, Qualität und Kosten. Wir wollten ja Zeit einsparen und es gibt Aussagen über PDM-Systeme, dass die Einsparung im Engineering von 10 bis 30% in einem Bereich von 10 bis 30% liegen. Das würde ich nur unterschreiben. Ja, das haben wir auch schon oft gesagt. Jedes neue Teil erzeugt Kosten und jedes Teil, das ich einspare, spart eben auch diese Kosten ein. Und wir können zum Beispiel die Ausschussproduktion um 10% oder mindestens 10% reduzieren. Klar, wenn einmal eine Ausschussproduktion passiert ist, dann ist man beim nächsten Mal auch sehr viel aufmerksamer, aber die gilt es zu vermeiden. Das heißt, mit der Implementierung eines PDM-Systems beziehungsweise von SolidWorks PDM, können Sie diese Faktoren beeinflussen. Und wie eingangs erwähnt, unser System ist sehr nahe an SolidWorks dran. Natürlich, wir kommen aus einem Hause, das heißt, SolidWorks ist unser Muttersystem sozusagen. Es ist sehr stark integriert in SolidWorks, in den Windows Explorer und die Implementierung ist sehr einfach. Wenn Sie dazu Fragen, vor allem zur Implementierung haben und natürlich auch andere, wenden Sie sich bitte mit Fragen an uns, aber natürlich auch an Ihre Partner, an Ihre Händler. Die helfen Ihnen gerne und gehen mit Ihnen auch gerne ein PDM-Implementierungsprojekt durch. Was bleibt mir noch zu sagen, wenn Fragen zu dem Webinar sind. Ich blende gleich meine E-Mail nochmal ein und in der Anmeldung haben Sie meine E-Mail-Adresse ja auch bekommen. Das Webinar wurde aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung werden wir allen angemeldeten Teilnehmern auch zur Verfügung stellen. Nur so zur Info, wir hatten um die 260 Zuhörer und Zuseher in diesem Webinar und mir bleibt nur noch übrig,
Ihnen allen, uns allen ein schönes Wochenende zu wünschen und ich hoffe, dass wir uns bei einem der nächsten Webinare wiedersehen. Vielen Dank.